daraus resultieren dann eben ein paar Grundprinzipien wie ich adressiere Komplexität mit Komplexität, also sprich viele Hirne, viele Sichten mit einbringen. Dann macht es Sinn, sehr viel auszuprobieren, Experimente zu machen. Ich möchte kurze Feedback-Zyklen haben. Und das sind alles so Grundprinzipien, die Sinn machen in so einer Umgebung. Und dann starten wir mit dem ersten Teil, Energize People. Wie kriege ich die Leute überhaupt aktiviert, motiviert? Das ist auch so einer meiner Favorites. Aus meiner Sicht sind die Leute motiviert und ich frage mich eher, was demotiviert die Mitarbeiter?